Herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Hier mit mir auf Zahnschmerzen, dem Santino. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir machen direkt weiter. Wir sollen Verdorbene platt machen. Das haben wir eben gerade getan. Mögen sie auf ewig. Aber davor. Ich hole mir noch Frostbeulen. Was ist passiert, Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete, bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Da gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen, nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran, ich habe dich gewarnt. Man erkennt, okay. Ob Maschinen verdorben sind. Wand hinter den Rotdornen? Im Norden, wahrscheinlich hier. Buschecke sieht man, ja, das ist... Okay. Hier ist die verdorbene Zone. Haben wir auch irgendwo eine verpasst? Ich. Okay, wo ist denn dann die nächste Brutstätte? Hier. Stufe 15. Ja, könnten wir schaffen. Wir nehmen erstmal die restlichen Quests ein. Hier ist voll viel Lagerfeuer in der Umgebung. Das sehe ich gerade. Egal, wir werden erstmal die nächste Quest annehmen. Ich nehme mal alles hier an, was wir hier haben, und dann sehen wir weiter. Keine Sorge, das merkt man sofort. Die Erzmütter werden herausfinden, wer unser Volk abgeschlachtet hat. Manches ist für uns nicht greifbar. Ich werde es mir merken. Da, so. Wir wissen immer noch nicht, wer diese ungläubigen Mörder in unser Land entsendet hat. Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft, sie ist... Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend. Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein. Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Deine Jäger sind... Fort. Was ist denn schlimmer als der Tod? Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen, aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Okay, noch eine Quest. Verderbnis kämpfen, bis der letzte von uns. Dieser Folge heißt es viel zuhören. Ich fürchte, dass es schon bald so ist. Da sind noch zwei übrig und dann
Gehen wir erstmal los. Neugierde ist für Träume, nicht für... Kriegerin, Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Wir brauchen Eber heute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber, hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Muttersmutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm diese Häute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Okay. Irgendeine Kreatur, ich bin gespannt, was für eine. Oh, du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreffjagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Du warst in einem Jagdgebiet in Taltreff. Ist das noch im Heiligen Land? Kommt drauf an, wen du fragst. Es gehörte uns mal, aber seit den roten Raubzügen ist die Grenze etwas umstritten. Die meisten Nora vermeiden es, aber die Stammmütter verstoßen niemanden, der dorthin geht. Zum Jagdgebiet. Der Aufseher ist ein Kaja. Er kann keinem die Prüfung verwehren, aber tritt nicht zu stark auf. Er hat so viel Angst vor den Nora, er würde sich zu Tode erschrecken. Wie kamst du an diese Sonnen? Ich habe Maschinen mit 3 verschiedenen Pfeilarten erlegt. Eis, Schock und Feuer. Falls du eine Prüfung ablegen möchtest, bring deine Ausrüstung mit. Aber ein Sucher ist bestimmt immer gerüstet, oder? Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Okay. Jagdprüfung, alles klar. Damit haben wir erstmal alle Quests hier angenommen. Und dann werden wir mal gucken, bei welcher wir uns jetzt... Welcher wir uns anfreunden im Aufträge. Welche sind am nächsten? Die ist 233 Schritte entfernt. Die ist 800 Schritte entfernt. Das haben wir auch schon gemacht. Die ist 400 entfernt. Und Aufträge, was haben wir noch? 233, Nebenquest. Die ist 6. Machen wir die mal. Noch 5000 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Ich rede mit Solai. Wo ist sie denn? Da. Bist du Solai? Jan sagte, deine Nichte wäre hier gewesen. Nakoa. Dazu habe ich nichts zu sagen. Bitte, ich möchte nur helfen. Ich bin Sucherin und will nach Norden. Jan bat mich, sie zu suchen. Was du mir sagst, bleibt unter uns. Ich gab ihr Proviant für die Reise nach Norden. Sie wollte zum Tagturm auf der Suche nach Said. Ich konnte sie nicht aufhalten. Kannst du mir etwas über den Tagturm erzählen? Das ist ein Kaja-Fort direkt an der Grenze. Sie sammelten dort Nora-Gefangene, um sie nach Meridian zu bringen und töten zu können. Ich wollte Nakoa aufhalten. Was will eine Nora ausrichten? Es war zwecklos. Sie ist besessen davon, Said zu finden. Was weißt du über Said? Er ist tollwütig, ein Mörder. Der schlimmste der roten Räuber. Er tötete meinen Bruder und Nakoa sah alles mit an. Ich bat sie zwar nicht zu gehen, doch ein Teil von mir wollte es. Ich will seinen Tod ebenso sehr wie sie. Du weißt nicht, wie das ist. Er verstümmelte meinen Bruder. Und doch bewegt er sich frei unter den Kaja?
Ich verstehe. Besser als du glaubst. Ich suche Nakoa, wenn ich zum Tagturm komme. Ich weiß nicht, ob du ihn erreichst. Das heißt, sie haben die Tore geschlossen wegen dieser Korruption unter den Maschinen. Maria weiß vielleicht mehr, aber sag nicht, weshalb du fragst. Werde ich nicht. Versprochen. Naja, dann reden wir nochmal mit Maria. Wo ist sie? Die ist doch da hier rechts in der Ecke. Oder? Moment. Genau. Wir sollen zum Tagturm heißt es? Genau. Wo liegt Meridian? Hier wahrscheinlich, ne? Schätze ich mal. Oder ist das der Meridian? Nee, kann nicht sein. Aber wir müssen auf jeden Fall diese Quest erstmal machen. Dann wieder Erfahrungspunkte und ja, zum nächsten dran einfach. Ich bin gespannt, was das für eine Kreatur ist. So, da hinten kloppen sich zwei Kreaturen, da gehen wir gleich mal hin. Aber erstmal gehen wir kurz hier ans Lagerfeuer. Aber kurz manuell speichern, damit ich hier wieder einen ordentlichen Speicherpunkt habe. Ich hab Schluck auf. Und dann geht es weiter. Schafkraut und Kraut. So, jetzt sollten wir uns ein bisschen ruhiger verhalten. Ich bin mal gespannt. Oh, hau, 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 hau. Wow. Hier ist doch gar nichts. Nix. Das ist alles Gräser, Wächter. Boah, ey, ich befürchte, sobald wir unten sind. Wir gehen mal hier runter. Wir gehen einfach mal hier runter, hier lang. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Oh shit. Anderer Fall. Zack, der ist down. Und der ist auch down. Sehr schön. Da verstecken wir uns erstmal wieder, bevor wir hier wieder Stress machen. So. Und dann geht's direkt weiter. Das wird mir noch weiterhelfen. Wir sollten uns mal heilen. Eine gute Idee. So, geht doch. Wir haben noch zwei Platt gemacht. Hier ist einer. Und den anderen finde ich gerade nicht. Keine Ahnung, wo der andere ist. Na gut, egal.
vorbeigelaufen? Folge den Spuren. Moment. Was für Spuren, David? Ah, hier. Okay, sehr gut. Brennwürze, sehr gut. Nicht markiert. Woran starb es wohl? Schaum um das Maul. War es ein Futter? Etwas steckt ihm im Hals. Mal sehen. Ja, das ist Times Ring. Okay, erstickt. Okay. Jetzt werden wir Eber heute sammeln. Fragt sich, ob von allen Gegnern Ebern oder von... oder wenn wir die selber noch erlegen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Mal schnell speichern. Dann, meine liebe Freunde, würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Oh, da kommt irgendwas. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da. Wenn euch unser Kanal gefällt, abonniert uns. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bye, bye.